Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous in der neuen Folge Borderlands. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf dem Kanal. Wir sind immer noch dabei, die ganzen Nebenmissionen zu machen. Gerade kommt hier einsame Kante der Einsamkeit dran. Also bleibt ihr mal dran. Müssen ja nur hier. Die rechte Energie nutzen, um die Kanone anzutreiben. Das wird so cool aussehen. Wir schießen einfach in den Himmel und tun niemandem weh. Ich schieße mit meiner neuen Waffe, wohin ich will. Kammerjäger, du musst die Energiefalle nutzen, um die Wächter. Wo muss ich denn hin? An den Arsch der Welt, also auf jeden Fall hier raus. Energie zusammen. Geh in den Tempel. Wo ist denn der Ausgang? Da, glaube ich. So. Aber diese Wand irritiert mich ohne Ende. Immer ist sie weg. Jetzt die Waffe anlegen. Ist natürlich auch Bombe, ne? Hier habe ich jetzt nicht irgendwie. Was bist du? 41. Dings, okay. Okay. Ja, kommen Sie! Sei vorsichtig! Vorsicht ist ja weniger gefragt. Ja, ein Badass. Beides. Mit Badass kann ich dir. Punkt. Ah, ich nehme doch lieber die Dings hier, die ist ziemlich gut. Die haut ein bisschen mehr rein. Und weg bist du. So.
Na, ich glaube schon, ja. Grüß dich. Das nehmen wir uns wieder. Zack. Wieder einen habe ich. Läuft doch bei uns. Guck mal, hier noch blaue Waffen. Mal hier sind. Wie diese Kristalle wohl fallen? Da drüben noch. So, zwei von dreien. Na, vielleicht finden wir den letzten auch noch. Hätte ja mal was. Fährst du hin? Komm her. Und tschüss. Er war hier durch, weg, raus. Ist ja auch mal wichtig. Was getan werden muss. Vorsicht, diese Energie ist flüchtig. Oh nein, ich glaube, das Ding fliegt in die Luft. Zurück!
Jetzt. Falscher Alarm! Ja, irgendwie haben wir dieses helle Licht überlebt. Bitte sehr, Kammerjäger. Unsere finstere Kanone wartet. Sie ist so wunderschön. So finster. Und so kanonisch. Deine Bezahlung, Kammerjäger. Na, worauf wartest du? Du hast eine schicke, finstere Kanone, oder nicht? Geh da raus und töte ein paar Malewon. Du Naturgewalt, du. Du Wunderwaffe. Du, welche Quest haben wir jetzt hier? Abdüsen, ne? Sanctioned, ne? Die will ich noch nicht machen. Boom, boom, baby. Ich werde deinem Leben Sinn geben. So, warte mal, was haben wir jetzt hier? Die Finsterkanone. Das muss Maliwans Werk sein. Tauschen wir die mal wieder hier gegen so eine. Bisschen Feuerschaden tut ja nicht weh. Alles klar, Bebenzeit ist die beste Zeit. So, jetzt haben wir noch eine neue Aufgabe bekommen. Wie du siehst, findet Sparrow Mikrobeben lustig und cool. Wie ist es auf der richtigen Welt? Fragen über Fragen. Hätte mal lesen sollen, wie die heißt. Meine Güte. Will mich überall wegschicken? Hier nicht. Nee, es ist hier. Tante der Einsamkeit. Ja, die Ursache des schlimmen zu finden, verbinden wahrscheinlich mit Sprengstoff. Wie sicher spaßig. Okay, ja, mach. Die nicht aufhören, wird dieser Planet in Stücke gerissen und alles darauf wird ausgelöscht. Was objektiv betrachtet nicht cool ist. Setze diese Signale ein, um die Quelle der Beben zu finden. Nimm noch ein paar Sprengsätze mit. Für alle Fälle. Platziere zuerst das erste Signal. Irgendwo da. Nur noch zwei. Wir müssen die Signale triangulieren, um die Quelle des Nekrobebens zu bestimmen. Außerhalb. Natürlich außerhalb. Hallo? Man kann kein Dreieck ohne drei Punkte erstellen. Hol jetzt kein Papier raus. Ich kenne mich aus mit Dreiecken. Dreiecke sind abgefahren. Nein, nein. Du übersiehst das Wesentliche, Sparrow. Wenn die Beben nicht aufhören, könnten wir sterben. Na und? Dreiecke! Wir sind näher dran. Ja, da müsste ich auch nochmal hoch. Lang.
mutiert hast, anstatt von albtraumhaften Bestien gefressen zu werden. Wenn Spanners Überlebensinstinkt nur halb so ausgeprägt wäre wie deiner, hätten wir diesen unwirtlichen Planeten längst gezähmt. Okay, wo lang geht's? Da hinten ins Eck. Ich hab Überlebensinstinkte. Guck mal. Du weißt, dass du brennst. Oh, danke. Moment, nein, tu ich nicht. Du hast mich reingelegt. Ja, das war diese komische Quest, ich weiß schon. Diese Computerspiel-Quest. Ganze Ding, Computerspiel. Was übersehen? Ja, da den Sparrow, bitte. Ich versuche mich zu konzentrieren. Okay, ich sende dir die Koordinaten, Kammerjäger. Interessant. Die Nekrobeben kommen aus einer unterirdischen Höhle. Wir werden mit den Sprengsätzen einen Zugang freilegen. Passt. Mittlerweile mal alles. Okay, wo muss ich jetzt hin? Na, da habe ich was gefunden. Den haben wir noch nicht. Okay, wir müssen hier zurück. Komm, das schaffen wir mal hier. Auf die Schnelle. Zack, 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 zack. Wo ist es? Ui, wenn ich da runter muss, dann dauert das vielleicht ein bisschen länger. Falsche Etage. Na gut, dann mache ich das doch nächste Folge. Ich sag mal danke fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.